Trost und Amen, der Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Bönen. Prost und Amen, der Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Bönen. Wir sitzen wieder in der Kneipe bei Lenchen Lohmann miteinander und heute nicht nur zu dritt, um unseren Podcast zu gestalten, sondern wir sind heute zu viert. Und das hat seinen Grund, weil wir zwei Menschen eingeladen haben, die in derselben Profession unterwegs sind und ja, von daher sicherlich von zwei Seiten, aber vieles auch ganz ähnlich vielleicht sehen werden, aber das werden wir im Gespräch jetzt gleich miteinander herausfinden. Zu Gast haben wir die beiden ortsansässigen Bestatter aus Bönen, Andreas Hille und Martin Schulte. Herzlich willkommen euch beiden. Ja, hallo. Hallo. Es ist ja so, dass wir zu Beginn eigentlich immer für alle so den gleichen Fragebogen haben. Und da wir zu zweit sind, ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das so die biografischen Dinge erstmal einzeln abfragen, damit man euch nicht durcheinander kommt nachher. Alphabetische Reihenfolge A vor Martin und Hille vor Schulte. Passt also auf jeden Fall. Ja, Andreas. Name ist schon klar. Ja, genau. Andreas Hille. Ja. Wann bist du geboren? Ich bin am 16.02.1968 geboren, im wunderschönen Hamm. Und wie sieht's aus, familiär? Wie bist du unterwegs? Ja, ich bin verheiratet und habe eine Tochter. Und jetzt kommt die große Überraschung. Dein Beruf? Ja, der Beruf ist doch vielleicht ein bisschen anders, als man denkt, weil ich bin ausgebildeter Tischlermeister. Das ist praktisch die Vorzeit noch, bevor unser Beruf von Martin und mir irgendwann mal eine eigene Gruppierung bekam. Und zwar in dieser Vorzeit ist es so gewesen, dass eigentlich damals alles im Tischlermeister zusammengefasst war, der sich aber viel, viel weiter auffächert als nur in dem Bereich des Bestatters. Deine Konfession? Ja, ich bin evangelisch und das aus gutem Grund. Das haben wir ja schon mal gerne erst einmal. Ja, ja. Falls du mal nicht unterwegs bist als Tischlermeister, als Bestatter, was treibt dich sonst so um, hobbymäßig? Ja, ich denke mal als guten Ausgleich, hobbymäßig ist es so, dass wir dann wirklich den Kontakt zur Natur suchen, spazieren gehen, vielleicht auch mit den Hunden und sehr, sehr viel auf dem Rad sitzen, solange das möglich ist. Und einfach hier so rings in der ganzen gesamten Gegend, alles was so im Nah- und Fernbereich ist, Sauerland, Ruhrgebiet, Münsterland, alles abklappern und uns ansehen. Schön. Wir schwenken mal rüber. Ja, hallo. Zu unserem zweiten Gast. Martin Schulte. Gleiche Fragen an dich. Ja, mein Name ist Martin Schulte und ich bin geboren am 19. Juni 1966, auch im Schönhamm. Sind ja viele Böhnener, ja. Die nicht gerade zu Hause geboren sind. Die allermeisten sind in Hamm geboren. Im Bärenbrunnen. Im wo? Bärenbrunnen. Was ist das denn? Das war ein Krankenhaus am Bärenbrunnen in Hamm. Ja, genau. Das muss aber weit vor meiner Zeit gewesen sein. Ja. Das sagt mir nun gar nichts mehr. Ja, familiär, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin verheiratet mit einer wunderschönen Frau und habe zwei wunderschöne Töchter mit 23 und 25 Jahren. Und beruflich? Klar, ja. Das eine ist logisch. Ja, das eine ist logisch. Ich bin Bestattermeister und Thanatologe, ausgebildeter Trauerredner und Kriseninterventionshelfer. Und ich komme nicht aus der Schreinerecke, sondern ich komme eigentlich mehr aus dem Rettungsdienst. Ich bin auch noch nebenher Rettungsassistent, war hier auch 12 Jahre Vorsitzender in Bönen im Roten Kreuz. Und wie gesagt, ich komme nicht über die Schiene des Schreiners, sondern aus der Schiene der Ersten Hilfe. Man hat ein Helfersyndrom und will helfen. Deine Konfession? Ich bin evangelisch. Und was treibst du, wenn du nicht gerade in deinem Betrieb unterwegs bist? Ja, bis vor 2-3 Jahren habe ich den Ausgleich im Marathonlaufen hier bei den Lauffreunden in Bönen gesucht, aber mittlerweile leider die Knie kaputt. Und wenn man nicht mehr laufen kann, dann geht man in die Luft und meine Frau hat es mir ermöglicht, Gleitschirm zu fliegen und habe die Ausbildung zum Gleitschirmflieger gemacht und da bin ich jetzt intensiv dabei, mehr Gleitschirm zu fliegen, neben dem Fahrradfahren und dem Wandern in den Bergen oder wenn wir an der See sind, einfach auch nur dort spazieren zu gehen. Die Bilder habe ich gesehen auf Facebook, wie du in den Seilen hängst, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
Ja, warum habt ihr beiden uns denn so spontan zugesagt, hier mitzumachen? Ja, ich finde erstmal, es ist eine ganz interessante Erfahrung. Es ist mein erster Podcast, muss ich dabei sagen. Und aber ich finde es sehr interessant und ich finde es auch für andere, für Zuhörer, auch mal ganz interessant, so ein bisschen Einblick in unsere Branche zu bekommen. Richtig, und als Joachim mir das nach der Gemeindesitzung gesagt hat, wir fänden das gut, mal die Bestatter einzuladen, habe ich sofort einen Andreas angerufen und gesagt, Andreas, da müssen wir mitmachen, weil das doch durchaus auch ein interessantes Thema ist, ein Tabuthema, was in der Gesellschaft ja nicht in den Vordergrund gestellt wird, aber letztendlich uns alle betrifft. Irgendwann mal, leider. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss ich noch erwähnen, das war die schnellste Terminfindung, die wir je hatten. Oh. Innerhalb von 5 Minuten. Genau. Problemlos ging es noch nie. Ja, aber so sind Bestatter halt. Ja, genau. Wir müssen ja immer schnelle Termine finden, deswegen stören wir auch die Pasteure abends um 9 manchmal. Nach Möglichkeit natürlich nicht, aber wenn die Situation es ja gibt, dann muss man halt schnell agieren. Und da können wir beide, denke ich, auch froh und stolz sein, dass wir hier in Böhnen noch gute Pasteure haben, was in anderen Gemeinden nicht so ist, wo wir so offen mit umgehen können. Ja, genau, wo man auch eine Zusammenarbeit hat, die man auch so nennen darf. Richtig. Ja, wieso habt ihr euch denn überhaupt für euren Beruf entschieden? Das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so der Berufstraum jugendlicher Menschen. Was hat euch dazu gebracht? Ja, bei mir ist es so, ich bin eher ein Spätberufener. Ich meine, andersrum ist es so, ich bin in der 4. Generation jetzt mittlerweile für unser Haus tätig, was es ja seit 1902 gibt. Aber bei mir ist es so gewesen, durch den Tischlermeister ist es so in jungen Jahren gewesen, dass ich bei uns in der Werkstatt diesen Geruch von Holzleim und Holzspänen sehr, sehr toll fand und da immer schon die Särge von innen mitgeholfen habe, sie auszuschlagen und die Bordüren mit kleinen Blauköpfen eingeschlagen habe und das sehr, sehr spannend fand, bin ich in dieser Tischlerschiene gelandet und habe so ganz langsam den Weg zum Menschen gefunden. Dann gute 10 Jahre später, nachdem ich in Tischlereien gearbeitet habe, eben halt bei der Evangelischen Kirche in Hamm, beim Kirchenkreis in der Erwachsenenbildung und habe da die nächsten 10 Jahre meines Lebens verbracht und habe mich danach dann eben halt für den Dienst ganz nah am Menschen entschieden im Bestattungsbereich und habe die Firma meiner Eltern übernommen. Ja, und wie ich es eingangs sagte, ich habe ja ein Helfersyndrom. Ich komme ja aus dem Roten Kreuzbereich. Mein Vater war Krankenpfleger, hat auf der Intensivstation gearbeitet und ist sehr viel mit Tod konfrontiert worden. Und so ist er letztendlich Bestatter geworden, weil ihn ein Bestatter gesagt hat, du machst das so toll, helf mir doch. Und so sind wir 1966 nach Böden gekommen und haben hier Bestattungen angeboten, aber nicht wie der Schreiner, sondern mehr aus dem Bereich der Dienstleistung heraus, der offenen Aufbahrung. Und ich bin eigentlich auch erst einen ganz anderen Weg gegangen. Nach meiner handwerklichen Ausbildung war ich 4 Jahre im Sanitätsbataillon in Hamm, bin dann in den Vertrieb gewechselt, war 10 Jahre als Vertriebsleiter unterwegs und dann kamen die Kinder. Und nur Geld verdienen ist auch nicht alles. Man wollte auch ein bisschen mehr zu Hause sein, weil ich halt viel beruflich unterwegs war. Und so stand die Entscheidung an, was mache ich demnächst. Und so habe ich meinen Eltern es halt angeboten, den Betrieb zu kaufen, zu übernehmen, weil die das entsprechende Alter hatten. Und so bin ich dann Bestatter geworden, habe mich ausgebildet als fachgeprüfter Bestatter. Ich war in Nordrhein-Westfalen einer der ersten Bestattermeister. Wir haben ja seit 2003 den Ausbildungsberuf, seit 2007 gibt es den Bestattermeister. Da war ich einer der ersten Meister hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Ausbildungsbetrieb und neben meinem Sanitätsdienstlichen lag es mir auch viel daran, was mit unserem Beruf hier zu tun hat, dass wir halt auch mit Unfallopfern zu tun haben und wo man immer gesagt hat, den könnt ihr euch nicht mehr anschauen, behaltet ihn so in Erinnerung. Und so bin ich nach England gegangen und habe dort die Thanatologie studiert, Thanatos, die Lehre vom Tod, dass man also auch Verstorbene wieder so herrichten kann, dass ein würdiger Abschied ermöglicht. Das sind schon mal sehr interessante Einblicke und zwei unterschiedliche Wege. Ja, definitiv. Aber bevor wir weitermachen, ich muss intervenieren, wir haben schon wieder vergessen, Prost zu sagen. Prost, ja. Erstmal Prost. Zum Wohl. Mit Cola. Genau, wir sind ohne Alkohol unterwegs. Ja. Es könnte ja noch ein Einsatz kommen, was wir nicht hoffen. Genau. Wenn ihr so erzählt, wie sieht es aus mit euren Arbeitstagen? Gibt es da feste Zeiten oder ist das alles so 24/7 ist ja immer so das Stichwort?
Wie gestaltet sich das bei euch? Ja, 24-7 sagt die Werbung vorher beim Bestatter. Und an manchen Tagen ist es nicht 24-7, aber 14-7 ist es manchmal dann doch schon. Das ist aber immer auch so ein bisschen jahreszeitenabhängig. Wir merken immer noch so eine kleine Kurve irgendwo in den Sommermonaten. Oder Martin, wie siehst du das? Und in den Wintermonaten ist doch dann hauptsächlich so die Zeit, wo es dann eben halt noch etwas mehr wird als sonst. Na gut, ich muss leider für mich dazu gestehen, ich habe ja gerade gesagt, ich wollte weg vom Vertrieb, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Selbst und ständig, hat meine Schwiegermutter immer gesagt, und das stimmt, man ist immer selbst und ständig dabei. Dadurch, dass wir nicht nur in Böen, sondern auch in Unna, in Hamm und in Rennsteinfurt Betriebe haben, kommt für mich dann manchmal die 24 Stunden dort zum Einsatz. Mittlerweile haben wir natürlich viele Mitarbeiter, die einem da auch sehr viel und auch gut abnehmen. Aber Bestatter sowie halt auch Pasteure und Krankenpfleger, wir sind rund um die Uhr halt da und für den Dienst am Menschen, so wie Andreas es auch richtig sagt. Und wir machen es gerne. Ich brenne für meinen Beruf, obwohl wir eigentlich einen Beruf haben, was ja kein schöner Beruf ist. Wir haben immer mit traurigen Dingen zu tun. Aber ich brenne dafür, weil ich weiß, nicht nur einfach einen Sarg zu verkaufen, sondern auch für den Menschen da zu sein. Und wenn die Angehörigen nach der Beerdigung spätestens vom Friedhof gehen und sagen, es waren so schöne Blumen, der Pastor hat so schön gesprochen, die Grabstelle ist so schön. Nein, es war alles so schön. Dürfen wir das überhaupt sagen? Ja, der Anlass ist nicht schön, aber wie man solch einen Abschied begleitet von allen Seiten im Zusammenspiel, das macht die Sache dann rund und auch letztendlich schön für den, der weiterlebt, um da auch mit umgehen zu können. Und das liebe ich so an meinem Beruf, dass man auch etwas wiedergeben kann und nicht nur einfach einen Sarg verkauft. Ja. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Also, da kann ich wieder anfangen. Den typischen Arbeitstag gibt es eigentlich nicht, weil jeder Tag anders ist und das ist irgendwo das Schöne und Abwechslungsreiche an dem Beruf. Es ist nicht so, wie es am Vortag war und auch am nächsten Tag wird alles anders sein. Es sind immer individuelle Menschen und das ist das, was die Arbeit irgendwo auch so schön macht, für mich schön auf jeden Fall, weil es sind immer wieder Einzelsituationen, in denen man Menschen wirklich aus extremen Situationen helfen kann, sie ein Stück weit begleiten kann, durch eine sehr, sehr schwierige, vielleicht auch manchmal dunkle Zeit hin wieder zu einer vielleicht dann lebenswerteren Zeit, die man dann nach einem gewissen Zeitpunkt dann auch wieder findet und da einfach ein Stück weit das Ganze zu begleiten, eine Art Stein in einem wilden Fluss zu sein, wo man sich dran festhalten kann, Ideen zu geben, wie man Dinge vielleicht ändern, anders machen kann, sich auf Lebenssituationen einstellen kann. Und dieses macht das Ganze wirklich interessant. Es ist ja wirklich nicht eine Beerdigung wie die andere. Es sind immer ganz individuelle Menschen. Es sind andere Charaktere mit dabei. Es sind andere Situationen. Und das ist das, was es wirklich sehr, sehr interessant macht. Und wenn du mich da fragst, vom einzelnen Arbeitstag ist es immer so, natürlich steht man morgens auf, ganz klar. Bei uns ist es so, ich gehe morgens circa 7:30 rüber ins Büro. Das ist bei mir ein bisschen kürzer als der Arbeitsweg von Martin. Schaue mir dann so an, was über den Tag so alles anfällt und starte dann so ganz langsam in den Tag mit den Dingen, die passieren. Aber da ist wirklich jeder Tag komplett anders. Ja. Was sind denn trotzdem so typische Sachen, die ja im Grunde bei jedem Fall, sage ich jetzt mal, erledigt im Hintergrund, was wir vielleicht gar nicht so mitbekommen von eurem Team? Ja, da sind viele organisatorische Sachen im Hintergrund. Also ich sitze in der Regel morgens um 6:45 im Büro, gucke die Post oder noch Dinge durch, setze mich dann, meine Mutter wohnt ja im Stammhaus, gehe rüber gegen 7, kurz nach 7 zu meiner Mutter, trinke dort einen Tee und besprechen so Dinge des Alltags, was noch so ansteht. Ja, der Ablauf ist um 10, um 12, um 14 Uhr ist eine Beerdigung, aber alles andere können wir als Bestatter nicht drumherum planen, weil der Tod ist nicht planbar. Wir wissen ja jetzt noch nicht, was morgen für ein Mensch stirbt, wo rufen Angehörige an, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Wie in jedem Beruf gibt es gewisse Strukturen in der ersten Besprechung, in dem Aufnahmegespräch, wo wir natürlich auch Formalien abhandeln müssen, wo wir das Familienbuch, die Heiratsurkunden anfordern müssen von den Angehörigen, die Kleidung besprechen, den Ablauf der Beerdigung koordinieren, die Termine mit dem Pfarrer, wann denn die Beerdigung sein kann, mit dem Friedhof, mit der Gaststätte, mit den Blumen. Das sind schon wiederkehrende Dinge, aber auch wie Andreas so schön gerade gesagt hat,
Sie sind nicht immer gleich, weil jede Beerdigung ist anders und andere Ansprüche. Und das macht halt die Vielfalt aus. Früher gab es die Standardbeerdigung, Ansprache, Musik, Ansprache, Beisetzung. Heute kommen die Leute und sagen, Herr Pastor, wir hätten gerne noch dies oder möchten noch was da selber hinzusagen. Wir hätten am Grab noch Luftballons steigen lassen und. Also unzählig viele Möglichkeiten der individuellen Gestaltung, aber immer nicht es kitschig werden zu lassen, sondern auch immer noch unter dem Aspekt auch eine würdevolle Bestattung in meinen Augen hier sehr christlich, noch christlich geprägt, auch durchzuführen, was uns dann ja auch als Hinterbliebene auch eine gewisse Hoffnung gibt, wieso wir das überhaupt machen, dass wir irgendwann uns da oben einmal wiedersehen. Wie geht ihr eigentlich damit um, wenn es so Dinge gibt, die wirklich schwierig sind? Ich sag mal, es gibt Sterbefälle, wo die Menschen auch mit dem Abschied versöhnt sind. Ich erlebe das ja auch. Und es gibt eben auch diese ganz anderen Situationen. Schafft ihr es wirklich, so Dinge auf der einen Seite zu begleiten, aber auf der anderen Seite auch nicht so dicht an euch ranzulassen, dass ihr da auch so einen Schutz vorhabt? Man muss ja auch so eine gewisse Distanz auch wahren können, in aller Professionalität und in aller Hinwendung und Begleitung. Es muss ja trotzdem irgendwie möglich sein für euch, ein Stück weit zu sagen, ich nehme das nicht alles mit nach Hause, sondern... Ich denke mal, Joachim, das ist ganz, ganz wichtig irgendwo, dass wir mit dieser Professionalität irgendwo da dran gehen, Dinge, schlimme Dinge, die Menschen widerfahren sind durch Unfälle oder durch andere Sachen eben halt, weil der Tod, wie gesagt, was Martin auch eben schon sagte, nie ohne irgendeine Vorwarnung kommt, meistens sehr, sehr plötzlich einsetzt und dann es immer so ist, dass wir viele Situationen sehen und mitbekommen, die man sich manchmal so gar nicht vorstellen kann. Und das sind alles so Sachen, denke ich mal so, die wir beide in unseren Familien vielleicht irgendwann auch mal besprechen können. Bei mir ist es so, bei mir ist ja noch meine Mutter und meine Frau und mittlerweile auch meine Tochter mit im Betrieb. Und das sind alles Dinge, die wir hinterher dann in einem Gespräch vielleicht nochmal einmal besprechen, dass man doch nicht alle Last irgendwo alleine trägt. Und ich denke mal, wenn man davon Dinge mitnimmt, wirklich ganz bewusst mitnimmt, dann ist es vielleicht der falsche Beruf. Ja, es gibt kein klares Ja und es gibt aber auch kein klares Nein, würde ich eher sagen, weil mich belasten schon manchmal Dinge, weil ich bin ein Mensch. Der Verstand sagt, das ist so und ich bin Kriseninterventionshelfer, ich begleite ja auch Leute in solchen Situationen, aber dennoch bin ich ein Mensch und ich gestehe es mir auch zu, obwohl ich ein Mann bin, wenn ich Leute gut kenne oder die Situation mir so nahe geht, weil es halt Kinder sind, dass ich dann auch schon mal mitheule und ich dann dort auch fassungslos daneben stehe und sage, okay, warum ist das so passiert? Dann aber die Professionalität durchgreifen muss, dass ich tief durchatme und dann sage, so, jetzt ist gut, jetzt muss ich der Fels in der Brandung sein und für die Familie da sein. Das Andreas gerade auch genau, gesagt, das, ne? Da sind wir praktisch gleich. Und da bin ich froh, ohne das jetzt hier, wie man so schön sagt, Honig um den Bart zu schmieren, dass wir hier in Böhnen auch wirklich sowohl katholisch als auch evangelische Pastöre haben, auf die wir zurückgreifen können. Und wir sind der erste Kontakt oftmals zu den Angehörigen und dann aber diese Probleme, die wir sehen, auch durchaus mit euch absprechen können und sagen, hör mal, hier müsst ihr schneller eingreifen, hier ist nicht nur das normale Trauergespräch, hier ist eine Situation, hier ist das Kind verunglückt und wie gehen wir jetzt am besten vor? Und da eigentlich als gutes Team immer funktioniert haben, um dann da auch zu sagen, wie gehen wir da vor, wie ist jetzt das Beste, um es auch für die Angehörigen dann so angenehm wie möglich zu machen. Und das haben wir hier auf dem Dorf zum Glück, ja, und in großen Städten leider nicht mehr so. Das merkt man eindeutig. Und da bin ich froh, hier in Böhnen wohnen zu dürfen und es so hier gestalten zu können. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Ja. Es hat sich ja sowieso, glaube ich, geschichtlich so ein Stück weit umgekehrt. Wenn früher ein Sterbefall gewesen ist in irgendeiner Familie, der erste, der benachrichtigt wurde, war, damals gab es meistens nur Männer in dem Beruf, war es der Pfarrer. Und der hat sich gekümmert zunächst einmal um Familie, Angehörige. Dann gab es Aufbahrung auch zu Hause, was mehr oder weniger Standard gewesen ist. Das hat sich ja auch alles verändert. Jetzt seid ihr so die Ersten, die angesprochen werden, meistens jedenfalls. Es ist ganz selten, dass ich den ersten Anruf bekomme. Wie ordnet ihr das ein? Ist das, also gerade Aufbahrung, den Verstorbenen abholen oder so, geht das so schnell manchmal?
Also ich versuche schon in dem Gespräch zu erfahren, gerade in den Pflegeheimen, die sagen, ja, ihr müsst jetzt kommen. Ich sage, ja, warum? Vom Gesetz her darf jeder Verstorbene 36 Stunden zu Hause bleiben oder im Pflegeheim und muss dann in eine öffentliche Leichenhalle oder in Aufbahrungsräume überführt werden. Oftmals ist es so, die Unkenntnis über diese Thematik, oder ist jemand tot, der Tote muss jetzt weg. Und dann sage ich, dann hört man in den ersten Worten, Papa, haben wir hier 5 Jahre gepflegt, dann sage ich, dann lassen Sie ihn, wir müssen ihn doch nicht sofort aus eurer Mitte reißen, sondern es tut doch vielleicht auch gut, sich in Ruhe zu verabschieden und ihn die Nacht noch hier zu lassen. Wenn man die älteren Leute hört, die sagen, der Körper braucht 3 oder die Seele braucht 3 Tage, um die Räume zu verlassen. Wir müssen die Fenster offen machen, dass die Seele aus dem Raum heraus kann und das dauert 3 Tage. Manchmal sollte man mehr Zeit innehalten und nicht so schnell. Wir fragen mittlerweile, soll ich erstmal kommen, sollen wir erstmal sprechen, wie die Situation ist. Und wenn man dann sagt, Mensch, ihr habt den Papa hier jetzt 5 Jahre gepflegt, wollen wir nicht zusammen ihn noch einmal waschen und versorgen und ihm seine eigene Kleidung anziehen, wenn es nicht gerade die Feuerbestattung ist, wo nochmal der Amtsarzt seine 2. Untersuchung machen muss. Gibt also viele, viele Facetten, die so zu durchleuchten sind. Wir haben 2002 bei uns im Haus angefangen, Aufbahrungsräume zu machen, die sonst nur auf den Friedhöfen waren, die kahlen Kammern mit den Lorbeerbäumchen gehalten und wir sagen, wir nehmen die Toten zu uns nach Hause, ihr dürft sie aber auch die 36 Stunden zu Hause lassen und mittlerweile wird das sehr, sehr gut angenommen, dass sie sagen, ja, das ist schön, dass Papa erst morgen früh oder morgen Mittag überführt wird, wenn die Tante nochmal da gewesen ist und sich auch verabschiedet hat. Ein sehr guter Aspekt, was ja auch die Hospize mittlerweile übernehmen in Hamm. Das Rote Läppchen zum Beispiel wird erst grundsätzlich am nächsten Tag die Überführung eingeleitet, damit alle nochmal die Möglichkeit haben, sich zu verabschieden in einem in einer kleinen Trauerfeier, um Riten zu haben, die wir brauchen als Menschen, um auch damit umgehen zu können. Mit diesem meist plötzlichen Tod, auch wenn er unter Umständen sehnlichst erwartet, wie man sagt, Gott sei Dank, dass er gestorben ist, so wie der sich gequält hat. Aber wir sind eigentlich froh, dass er es geschafft hat. Wir sind nicht froh, dass er weg ist, aber wir sind froh, dass er erlöst ist. Mhm. Wir hätten ihn viel lieber noch bei uns. Aber Kopf und Verstand und Herz rebellieren dagegen einander. Kann man eigentlich kaum noch was zu sagen. Man hat den sehr, sehr gut ausgeführt. Ja. Was ich teilweise noch da einfach zu hinzufügen möchte, ist, dass es manchmal mal doch so ist, wie Joachim am Anfang die Frage gestellt hat, dass oft in unserer Bevölkerung das ganze Thema tabuisiert wird und teilweise mit Stigmata behaftet ist. Und es dann doch so ist, dass Menschen tatsächlich, auch wenn man diese ganzen guten Ratschläge gegeben hat, einfach nicht möchten, dass der Angehörige wirklich dann noch zum Beispiel die Nacht dort bleibt. Und man doch dann relativ zeitnah oder auch ganz schnell gerufen wird, um jemanden dann aus dem Haus zu holen, was wirklich dann manchmal, so wie du es gerade erklärt hast, sehr, sehr schade ist. Aber das ist einfach so ein ganz klein bisschen das, ich glaube, der Tod bewegt sich immer noch etwas zu weit außerhalb unseres Lebens. Und das ist etwas, was wir immer noch versuchen, ich denke mal, ist in deinem Hause genauso, ihn ein Stück weit wieder zum Leben dazu zu holen, weil er einfach dazugehört. In dem Moment, wo ich geboren werde, weiß ich ja, dass ich irgendwann sterben werde. Und das ist was, ich denke mal, dass das ganz wichtig ist, dass das irgendwo wieder in der Gesellschaft auch verhaftet ist. Ja. Und auch der Umgang damit. Was denkt ihr, warum ist das so ein Tabu geworden? Also nach dem Krieg eindeutig, man wollte das Tabuthema Tod weghaben, Elend und Leid. Man hat die Trauerhallen auf den Friedhöfen installiert. Vorher gab es ja nur die Aufbahrungen zu Hause, die Spiegel wurden abgehängt. Und wenn man die Älteren fragt, ja, wir haben beim Opa unterm Sarg gespielt, das war so. Was heute ja keiner mehr ist, es ist ein Tabuthema geworden, weil man dort nicht mit umgehen will, weil es etwas Unangenehmes ist. Und wir beide, denke ich, erleben es, wenn man Leute anspricht und sagt, ja, wie möchtest du denn mal sterben? Lass mich damit in Ruhe. Ja, du willst ja nur einen Sarg verkaufen. Oder wenn Kinder die Eltern fragen, ich bin doch nicht tot, wollte an mein Erbe dran. Und umgedreht, wenn die Eltern sich doch damit auseinandersetzen und die Kinder sagen, hier, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir haben mit dem Bestatter gesprochen und unsere Bestattung geregelt. Mama, da ist noch lange Zeit, da braucht ihr noch gar nicht drüber reden. Doch, man muss drüber sprechen, man muss wissen, wo man dran ist.
Und dann muss man das noch 30 Jahre in die Schublade legen. Wie, ich komme ja aus dem Roten Kreuz, ich sage Patiententestament, Vorsorgevollmacht, das sind die wichtigsten Dinge. Mhm. Und dann gehört die Bestattungsvorsorge auch halt dazu. Aber es ist ein Tabuthema. Parallel, ein Notar hat mir mal hier in Böhmen gesagt, ja, wenn die Leute zu uns kommen und ein Testament gemacht haben, jetzt habe ich mich verkauft, jetzt bin ich nichts mehr wert, weil das kriegen ja alles meine Kinder. Ja, aber das ist doch nur Vorsorge für den Tag X, dass etwas ist. Ja. Und, aber es ist ein Tabuthema-Bereich, da will keiner dran. Ja. Ich grätsche noch mal ganz kurz dazwischen, ja, wo Martin gerade in den Ball Richtung Testament gespielt hat. Vielleicht auch für viele Zuhörer ganz, ganz wichtig. Nicht unbedingt den letzten Bestattungswunsch ins Testament schreiben, weil das viel zu spät eröffnet. Genau, das wird erst nach 6-8 Wochen. Ja, genau, das ist auch ganz, ganz wichtig dabei. Also das vielleicht für alle Zuhörer auch nochmal, das bitte dann doch den Familienangehörigen vorher mitteilen. Ja, genau, gerade das, das erleben wir beide dass wir dann zum Gespräch kommen und dann die Frage gestellt wird, ja, haben Sie mal über den Tod gesprochen? Keine Ahnung. Ja, was soll denn jetzt gemacht werden? Soll es eine Erdbestattung geben? Soll es eine Feuerbestattung geben? In der Unterteilung eine Seebestattung oder im Wald oder was es alles möglich ist? Und da haben wir nie drüber gesprochen. Ja, jetzt soll ich darüber entscheiden. Deswegen ist es umso wichtiger zu Lebzeiten, auch im Spaß, einfach darüber zu sprechen, wie ich es denn mal gerne hätte. Ja, um dann... Wisst ihr denn? Wie ihr es gerne hättet, Andreas? Ja, bei mir ist es so, ich habe auf jeden Fall mit meiner Partnerin, meiner Frau darüber gesprochen. Und wir haben uns da schon entschieden, was wir gerne hinterhaben möchten, ja, definitiv, aber dann auch nicht bis ins Detail besprochen, das definitiv noch nicht, weil irgendwo mit Mitte 50 sollte man sich Gedanken machen, ja, aber das nicht auch unbedingt bis ins letzte Detail ausschmücken. Also die grobe Richtung steht fest und die Feinarbeiten, die überlasse ich hinterher dann gerne. Genau. Aber mit dem Faktor im Hinter, ich habe auch eine Bestattungsvorsorge, selbst ich habe eine Sterbegeldversicherung abgeschlossen, weil ich möchte nicht, dass meine Frau und meine Kinder später mal eine finanzielle Belastung haben, weil das ist das, was wir beide erleben, dass wir in Familien kommen und dann gesagt haben, ja, Papa wollte eigentlich mit auf das Grab von Oma, aber jetzt war ja 8 Jahre Pflegefall oder 10 Jahre Pflegefall, das Haus mussten wir verkaufen, das ist für die Pflege draufgegangen. Tut mir leid, ich bin seit 2 Jahren arbeitslos. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles bezahlen soll. Ich möchte gerne Papa auf die Grabstelle beisetzen, aber ich kann die Grabstelle nicht nachkaufen. Und das Sozialamt zahlt es mir nicht, den Grabstellennachkauf, weil ich keine Vorsorge getroffen habe. Ja. Und da ist halt ein entscheidender Punkt, dass mittlerweile der Gesetzgeber auch sagt, wer zu Lebzeiten Bestattungsvorsorge trifft, der hat hier im Kreis Unna bis zu 8.000 Euro als Standardbetrag zur freien Verfügung, welches Geld nicht zum Schonvermögen gehört. Also ich kann eine Bestattungsvorsorge abschließen, bis über 8.000 Euro. Dieses Geld oder die Versicherung, die dafür da ist, wird nicht dem Schonvermögen angerechnet und ich komme ins Pflegeheim, dann steht mir immer noch mein Freibetrag von 5.000 Euro zur Verfügung, den ich als zu Pflegender verbrauchen kann oder meine Angehörigen für mich einsetzen. Das wissen viele nicht. Deswegen macht es ja auch wirklich Sinn, dass man sich mit den Fachleuten zusammensetzt, dass man in der Familie spricht und dann sagt, so und so können wir uns das vorstellen, was ist da möglich, ne? Wie sieht's aus? Ja. Was würdet ihr denn vielleicht jüngeren Menschen auch raten? Also macht es überhaupt Sinn, sich auch als jüngerer Mensch schon mit dieser Thematik zu befassen? Also in dem Blick auf Vorsorge oder vielleicht auch spezielle Wünsche, die man hat? Ja, ich denke mal, Vorsorge macht auf jeden Fall Sinn, weil die Summen natürlich ganz andere sind, wenn man als junger Mensch irgendwo in sowas einsteigt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, weil ich sag mal so, und das können wir beide bestätigen, die billige Beerdigung gibt es nicht. Die Beerdigung hat seinen Preis, das ist eigentlich immer so und da muss man einfach gucken, was man hinterher mal möchte und dafür ist es eigentlich interessant, irgendwann mal diesen Weg zum Bestatter zu finden, um dann einfach wirklich mal über Wünsche zu sprechen und sich vielleicht dann von einem von uns beiden mal ein Angebot machen zu lassen, dass man auch weiß, in welche Richtung geht das Ganze, weil viele Menschen wirklich eine völlig falsche Vorstellung von dem Ganzen haben und das natürlich dann irgendwo auch mal interessant ist, wenn man mal Summen zu dem Ganzen bekommt, aber trotzdem, zu dem, was du als erstes gesagt hast, macht es Sinn, als junger Mensch irgendwo bei einer Versicherungsgesellschaft oder bei einem unserer Häuser dann eben halt irgendwo in sowas einzusteigen. Definitiv, Also ich habe meinen Kindern das auch nahegelegt und sie haben es auch mittlerweile gemacht. Sie haben ein Patiententestament, Vorsorgevollmacht und eine Bestattungsvorsorge, eine Sterbegeldversicherung. Die sollen 90 werden. Aber
es geht nicht nach dem Alter, sondern durch Unfall, Krankheit, plötzliche Tode sterben leider auch junge Menschen und auch die müssen abgesichert sein letztendlich. Meine Frau, wenn in der Regel der Ehepartner oder der Ehemann, wie so war es früher als Geldverdiener, dann verstorben hat, muss die Frau mit 60% Rente auskommen. Und wenn ich dann noch 5 Jahre vorher im Pflegeheim war, da ist da nichts mehr da. Und nur weil ich tot bin, soll meine Frau doch trotzdem noch ein schönes Leben haben. Ich sage meiner Frau immer, stirbt der Mann, lebt die Frau auf. Diese ganzen Feiertage, die wir jetzt ja im November haben, die Gedenktage, die ja diesen meistens auch sehr dunklen Monat für viele vom Empfinden her prägen. Wie empfindet ihr die? Volkstrauertag, Ewigkeits- oder Totensonntag, je nachdem, wie man ihn nennen mag. Hat er für euch, da ihr immer mit dieser Thematik beschäftigt seid, auch eine gewisse Bedeutung? Ich denke, für uns hat er auf jeden Fall eine Bedeutung, weil letztendlich das ja die Erinnerungen an die Vergangenheit sind, an die Menschen, die gelebt haben und einfach diese Erinnerung zu bewahren, den festen Halt irgendwo zu finden in dem, was Vorfahren irgendwann mal ausgemacht haben, was ja auch irgendwo letztendlich ein Stück weit auch das Leben der nächsten Generation ausmacht. Das alles finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man das irgendwo letztendlich in diesen Feiertagen, und da ist auch ganz egal, zu welcher Konfession man gehört, letztendlich einfach nur als Gedenktage für die Menschen, die irgendwann verstorben sind, sieht. Finde ich sehr, sehr wichtig, ja. Ein Volk erkennt man daran, wie es seine Toten bestattet. Das ist ein uralter Spruch. Und gerade in Bezug auf die Feiertage fände ich es eigentlich gut, wenn die Leute dann auch auf die Friedhöfe gehen und sich ihrer Toten gedenken. Wir hatten gestern Allerheiligen und ich war erschrocken. Ja, der Friedhof war voll, aber in den Gottesdienst der katholischen Kirche, was ja ein katholischer Feiertag ist, waren gerade mal 10 Leute drin. Es nimmt leider ab, man denkt da nicht mehr so dran, die Zeit ist schnelllebig, ich habe einen Feiertag, ich möchte etwas anderes machen oder ich muss dies und jenes noch machen. Du sprachst gerade an, für mich ist Volkstrauertag ein mit sehr wichtiger Tag auch im Bedenken oder im Gedenken an die Leute, die alle im Krieg verstorben sind. Wir waren jetzt im Urlaub und ich bin auf dem Rückweg in Sachsenhausen in Berlin im Konzentrationslager gewesen. Und habe gesagt, nein, sowas möchte ich nie wieder haben. Wir erleben es jetzt gerade hautnah mit der Ukraine und wir wissen noch nicht, wo das endet. Das macht mir Angst. Und wenn wir dann nichtmals mehr unserer Toten gedenken und wie es dazu kommt, ob durch Krieg oder durch einen normalen Tod, in welcher Form auch immer, macht mir das Angst, wenn wir sagen, ja, ab und weg und nach mir die Sintflut. Ein Mensch stirbt erst dann, wenn er aus dem Herzen herausgeht und solange er bei uns in den Herzen ist. Und das nicht nur an den Feiertagen, aber da nochmal umso wichtiger, das denke ich, das macht uns aus. Ich selber bin kein großer Friedhofsgänger. Ich bin viel auf den Friedhöfen und sage auch allen Hallo und grüß die, aber ich bräuchte nicht jeden Tag zum Friedhof gehen. Für mich ist wichtig, dass ich über die Leute spreche, dass ich sie im Herzen behalte. Aber ich möchte auch den Ort als Friedhof haben, dass ich weiß, da ist dieser Mensch oder da ist die Hülle, das, was von ihm übrig ist, der Geist, die Seele, hoffen wir, dass die alle schon im Himmel ist und dort auf uns wartet in jeglicher Form. Aber das, was uns ausmacht, das soll im Herzen bleiben und der Friedhof ist ein großer, wichtiger Baustein dazu, um auch dorthin zu gehen und einfach zu sagen, ach Papa, ich wollte erzählen und guck mal, hier ist dein Enkelkind oder. Einfach im Zwiegespräch auch mit unseren Toten zu bleiben. Sollen wir mal einen kleinen Bruch hier an dieser Stelle machen? Ihr habt ja eben schon erzählt, ihr seid so ein bisschen als Quereinsteiger in die Branche gekommen. Ihr habt auch erzählt, es gibt jetzt aber auch den Ausbildungsberuf Bestatter. Wie sieht es denn da mit Nachwuchs aus? Es finden sich tatsächlich viele Leute für diesen Beruf. Ja, also komischerweise im Ausbildungsberuf als Bestatter bekomme ich jede Menge Bewerbung, mehr als dass wir im Grunde erfüllen können. Ich biete sehr viele Praktikas an, also ich habe in der Regel alle 14 Tage, 3 Wochen auch irgendjemanden bei uns im Betrieb, der ein Praktikum macht, um in diesen Beruf hineinzuschnuppern. Es gibt welche, die sind nach 2 Tagen wieder weg, weil sie sagen, Entschuldigung, das kann ich doch nicht, ich habe mir das anders vorgestellt. Und manche sagen, oh ja, das ist es, das passt zu mir, so habe ich mir das gedacht. Oder
ich habe mir das gar nicht so vorgestellt, dass es so vielfältig ist und wir dann dort Einblick geben. Ich bin froh, dass der Bestatterverband 2003 den Ausbildungsberuf evaluieren konnte und dann auch den Meister gemacht hat. 2025 ist in der Planung auch die Meisterpflicht dort zu machen, dass auch wir in die Handwerksrolle A dann kommen, um einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft für unser Berufsbild zu haben. Ich bin hier im Kreis Unna der Kreisvorsitzende im Bestatterverband und jeder geht irgendwo seinen Weg, aber dennoch machen wir sehr viel zusammen, weil wir verkaufen ja nicht einfach einen Sarg, sondern wir sind schon daran, uns ist schon daran gelegen, für die Angehörigen da zu sein. Und das darf ich so sagen, Andreas, wir beide kommen ganz gut miteinander Ja, aus. definitiv. Jeder macht sein Geschäft in Anführungszeichen, aber wir helfen uns auch gegenseitig. Und das muss so sein. Wir sind da keine Konkurrenten, so empfinde ich das hier zumindest gerade in Böen, sondern wir spielen da auf Augenhöhe und miteinander im Dienst an den Verstorbenen und letztendlich an den Angehörigen. Es gibt Berufe aus Berufung oder des Berufes wegen. Und ich bin der Meinung, so schätze ich dich zumindest auch ein, dass wir das dann irgendwann in die Berufung gemacht haben. Ich habe keinen Heiligenschein und ich mache auch Fehler und du auch. Aber es ist eine Frage, wie steht man dahinter zu seinem Beruf? Und ich habe es eingangs gesagt, ich brenne für meinen Beruf, weil ich ihn gerne mache, nicht weil Leute versterben, sondern dass ich weiß, mein Helfersyndrom, ich kann Leuten helfen und die sagen nachher, oh Mensch, das war klasse. Und ich bin ja nur ein Baustein neben dem Pastoren, neben dem Gärtner, neben dem Kaffeetrinken, was manchmal einen viel höheren Stellenwert hat als die ganze Beerdigung, weil einer sagt, das ist mir aber wichtig, dass es danach auch den Streuselkuchen oder dergleichen gibt. Ja, aber das ist dann auch gut, wenn die zusammenkommen und dann aus der Erinnerung erzählen. Aber genauso gut muss man respektieren, wenn andere sagen, nee, um Gottes Willen, das geht gar nicht, dieses Kaffee trinken, das Fell versaufen, boah, das wollen wir gar nicht und wir gehen im kleinen Kreis auseinander. Da tickt ja auch jeder anders und das ist halt auch die Vielfalt in unserem Beruf. Konfession ist nochmal so ein Stichwort für mich. Es ist ja nicht nur so, oder nehme ich zumindest an, dass ihr mit den christlichen Konfessionen zu tun habt bei den Beerdigungen. Habt ihr auch Beerdigungen, die ihr begleitet von Menschen, die anderen Religionen angehören? Ich denke mal, da ist es bei mir wirklich der Unterschied im Gegensatz zu dir. Bei uns ist es tatsächlich christlich geprägt, muss ich dazu sagen. Also das ist wirklich so. Gut, wir haben nicht nur die christlichen Beerdigungen, wir haben ja auch hier in Böen eine muslimische Gemeinde. Wir haben mittlerweile auf dem Kommunalfriedhof in Altenbürge ein muslimisches Grabfeld. Wir haben bei uns im Haus und auf dem Friedhof auch einen Versorgungsraum für die muslimische Gemeinde, weil dort im Gegensatz zu uns, wo wir die Verstorbenenversorgung machen, im muslimischen Bereich bei Männern in der Regel der Hodscha dort kommt und dort die Verstorbenen wäscht und in Leintücher einwickelt und bei den Frauen im muslimischen Bereich dort Frauen kommen, die die Versorgung und Einbettung machten. Und dann den Sarg ja noch meist auf den Schultern zum Grabe tragen, nicht so wie wir mit den 6 Sargträgern auf einem Bahrwagen. Wir betreuen aber auch in Unna die jüdische Gemeinde, wo wir auch als Friedhofsgärtner den jüdischen Friedhof am Ring, der vor 4 Jahren eröffnet wurde, betreuen als sozusagen Friedhofsgärtner. Wir kümmern uns also da um die Graböffnung und bis hin zur ganzen Beisetzung, die einen ganz anderen Stellenwert haben, wenn man mal auf einen jüdischen Friedhof geht. Dort findet die Beisetzung statt, da ist auch ein Grabstein, aber im Jüdischen geht man einmal im Jahr vielleicht zum Friedhof. Da gibt es keinen großen Grabschmuck, sondern das Grab ist irgendwo ja mit Steinen belegt und man erinnert sich, indem man dort in der Synagoge zusammenkommt und dann zum Gebet und dann zum gemeinsamen Essen, was nach 6, 8 Wochen dort nochmal stattfindet. Ganz anders. Aber das ist eher bei uns im Bereich noch marginal, also dass andere Religionen bei euch auftauchen. Also bei mir im Hause macht es keinen Prozentsatz aus. Bei dir ist es anders, aber wir dürfen ja auch die Größe nicht vergessen, ne? Wir als kleiner Familienbetrieb gegenüber jemandem so wie bei Martin als Filialbetreiber ist natürlich eine ganz andere Größe. Auch bei den Beerdigungszahlen sind es Riesenunterschiede, ne? Das ist ja einfach so, ne? Und wie sieht es im Blick auf freie Beerdigungen aus? Also Das auf ist. der einen Seite sind wir ja als Kirche da häufig mit im Boot, aber es gibt ja auch ganz viele Beerdigungen, wo ich dann auch merke, hoppla, der oder diejenige ist verstorben, habe ich nur über die Meldung mitbekommen, ne? Ja.
Das ist was, was natürlich in letzter Zeit immer mehr zunimmt, weil natürlich bedingt dadurch, was in der katholischen Kirche in den letzten Jahren mehr oder weniger aufgedeckt worden ist, wir Christen ja aus beiden Lagern verlieren, sowohl bei der katholischen als auch bei der evangelischen Seite. Und dass natürlich dann bei uns auch letztendlich wieder alles trotzdem wieder hinter zusammenkommt, man zwar in den Kirchen nicht mehr ist, aber wir das eben halt als freie Beerdigung dann trotzdem genauso und genauso würdevoll dann eben halt abhandeln, nur eben halt ein klein bisschen anders. Die Riten sind auch ein bisschen anders, aber immer auch wieder so, wie der Einzelne das persönlich individuell auch wünscht. Dann eben halt mit einem Trauerredner dabei oder eben halt in Martins Fall, aber das wird er gleich ein bisschen selber erklären, als ausgebildeter Trauerredner dann eben halt, aber wir greifen eben halt da auf Menschen zurück, die das eben halt hauptberuflich machen und ähnlich wie ihr Pasteure dann eben halt das eben halt auch zu ihrem Berufsmittelpunkt gemacht haben und dann da eben bei Beerdigungen ähnlich aussehen, wie wir sie im christlichen Segment dann eben halt auch kennen. Ja, aber es ist schon so, dass es zunimmt. Es nimmt zu, diese definitiv. Freien, ja, es nimmt zu. Denn wenn man überlegt, die Kirchenaustritte, die Leute werden ja irgendwo anders wieder aufgefangen und letztendlich landen sie irgendwann dann bei uns. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo wir, glaube ich, auch über eine Stunde diskutieren und sprechen könnten. Vor 14 Tagen, drei Wochen stand in der Zeitung ein großer Bericht von Aeternitas, der Verbraucherschutzzentrale, die sich viel mit Bestattung auseinandersetzt, dass die Zahl der kirchlichen Bestattungen rapide zurückgegangen ist. Ich sehe das mit einem weinenden Auge, weil wir können es als Bestatter nicht nur beeinflussen, weil die Entscheidung, die ist im Vorfeld gefallen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, weil viele einfach den Bezug, aus welchen Gründen auch immer, leider zur Kirche verloren haben oder zu ihrem Glauben. Ich sage immer, ich habe keinen Heiligenschein, aber ich habe meinen Glauben, den ich auch nach außen wiedergebe. Und der hängt ja auch mit Kultur zusammen. Und da hängt aber auch ein Teil Tabuthema rein. Viele Leute sagen, ach, ich will damit nichts zu tun haben, beerdige mich anonym und dann ist gut. Was sie aber den Weiterlebenden damit antun, oder wenn gesagt wird, ja, wir machen das in ganz kleinen Kreis und anderen Leuten vorenthalten, von einem Bekannten, guten Freund, wen auch immer, Abschied nehmen zu können, weil er dann einfach irgendwann in der Zeitung steht, wenn es überhaupt noch in der Zeitung steht, die Beerdigung hat im Familienkreis stattgefunden. Das mag immer seine Gründe haben, das möchte ich auch nicht verurteilen, weil es da auch mit Sicherheit gute Gründe für gibt, dass manche Leute so die Entscheidung treffen. Aber ich denke, oftmals in den Gesprächen im Vorfeld, auch bei der Bestattungsvorsorge, kommen, wenn Leute zu uns kommen, wir möchten anonym beerdigt werden. Ich habe 30 Jahre das Grab meiner Eltern gepflegt. Das will ich meinen Kindern nicht antun. Und ist jetzt ja gar keiner mehr da. Da brauchen wir nichts mehr Großes machen. Und wenn wir dann aber sagen, ja, aber die noch da sind, wie sollen die sich denn verabschieden? In einer würdigen Form. Nicht, weil der Gärtner Blumen verkaufen will, nicht, weil die Gaststätte ein großes Kaffee trinken machen will oder dergleichen. Oder auch der Bestatter, ich brauche keinen teuren Sarg verkaufen, sondern es ist ja eine Frage der inneren Einstellung, sang- und klanglos zu gehen oder ja, wie ein Bundeskanzler oder ein General, ein König, wenn man sich das jetzt bei der Queen angeguckt hat, wie viele Leute dort am Straßenrand stehen und Anteil nehmen und in unserer eigenen Familie werden wir, Entschuldigung, verscharrt, wo keiner Anteil dran nimmt. Und wenn ich dann nach Dortmund auf dem Hauptfriedhof gehe, gegenüber ist ein Tierfriedhof, dass manches Tiergrab mehr Blumen und teurere Steine hat als die Mutter, die Oma, die ein Leben lang für mich da war und alles für mich gemacht hat und dann auf einmal entsorgt wird. Eine Frage unserer Kultur. Die können wir aber nicht ändern. Wir können nur darauf hinweisen und sagen, Mensch, es gibt pflegefreie Gräber, die sind auch nicht teurer als ein Pflegegrab, aber ihr habt einen Ort auf dem Friedhof, wo ihr hingehen könnt, nicht nur an den Feiertagen, euch erinnern könnt und ach, da liegt der Martin Schuldiger, den habe ich gekannt. Ja, das war ein guten oder das war ein schlechten. Das muss ja jeder für sich entscheiden dann. Aber ich muss den Leuten, so, oder so ist meine Einstellung, dann die Möglichkeit geben. Ich respektiere jede Einstellung, die die Angehörigen haben. Möchte denen auch sagen, du musst das so und so machen, wie es früher war. Aber halt oftmals ist es das Unwissende. Und wenn man mit den Leuten spricht und sagt, es gibt die und die Möglichkeit. Ich denke, die Gespräche ändern viel dabei. Und das ist ja das, was ich immer am Anfang schon mal gesagt habe. Es macht eigentlich Sinn, zu Lebzeiten irgendwann einmal den Kontakt zum Bestatter zu suchen und sich vielleicht als alleinlebender Mensch oder auch als Ehepaar sich irgendwann mal damit auseinanderzusetzen, was man tatsächlich irgendwann mal später möchte.
Ja. Denn ich denke mal, vieles kann man dann am Anfang besprechen, dass wirklich manches nicht so irrgeleitet ist, wie du es gerade gesagt hast, sondern dann doch nochmal in andere Formen gebracht werden kann. Was ich nur merke in letzter Zeit ist, dass Corona doch ein Stück weit unsere Bestattungskultur verändert hat. Denn wenn wir einfach gesehen haben, dass davor eigentlich wir Bestattungen haben, wo der Großteil des Dorfes, der Glaubensgemeinschaft oder ähnliches, der Straße teilgenommen haben, an so einem Begräbnis ist es jetzt doch oftmals die Angst eben halt, zusammenzukommen in einer Trauerhalle, in einem begrenzten Raum vielleicht mit anderen Menschen und wo dann Ausweichsituationen gesucht werden und es auf einmal immer kleiner wird. Das sind auch Dinge, denke ich mal, die Joachim bestätigen kann, dass wir auf einmal da vielleicht nur noch mit 10, 15 Leuten da stehen und diese Bestattungsformen, wie sie früher hatten, dass irgendwo 70, 100, 150 Leute teilgenommen haben, die Vereine mit dabei waren, die auch irgendwo ganz wichtig waren im Gesamtleben, dass das wirklich weniger wird. Ne? Also das ist bei mir sichtbar. Definitiv aus der Angst sichtbar. Heraus. Aus der Angst heraus. Ja. Genau. Definitiv. Genau. Ja. Wir sind ja jetzt so ein bisschen bei dem in dem Bereich angekommen, ja, wo wir auch merken, es wird schwieriger mit Beerdigungen. Ich glaube, die Herausforderungen, die an euch gestellt werden als Bestatter, werden auch immer größer, gerade weil es immer individueller auch wird, was die Menschen eben wünschen, habt ihr ja auch schon angerissen. Gucken wir mal von der anderen Seite drauf. Gibt es Dinge, die ihr, wo ihr sagt, vielleicht eine Geschichte, boah, das war ja sowas von skurril oder das war... Unvergesslich, genau. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das werde ich nie vergessen, dass das passiert ist. Also so ganz skurrile Sachen habe ich nicht. Also skurril fand ich zum Beispiel, ich habe mal in einem Seniorenheim in Kamen zur Nachtzeit eine Verstorbene abgeholt und wir kamen in das Zimmer, wo die Verstorbene lag. Unten hatte nur die eine Dame, die den Abend Dienst hatte, gesagt, es ist die Zimmernummer XY auf der zweiten Etage. Wir sind dann eben halt mit der Trage dort oben angekommen, fanden die Frau da auch verstorben vor und vor ihr saß eine schwarze Katze. So, und diese schwarze Katze hat dann genau zugeguckt, was wir gemacht haben, wie wir dann diese verstorbene Dame eben halt auf die Trage verbracht haben, dann mit der Trage Richtung Fahrstuhl gefahren sind und dann verschwand diese Katze im Treppenhaus. Und als wir am Fahrstuhl unten rauskamen, war die Katze wieder unten am Fahrstuhl und schaute wieder zu. Und von da aus verließen wir das Haus, brachten die Verstorbene zu unserem Bestattungsfahrzeug, schoben die Trage hinten raus und die Katze saß wieder vor dem Bestattungsfahrzeug. Und das fand ich dann schon ein bisschen skurril. Ja. Da sieht man einfach, es gibt doch ein klein bisschen mehr, als wir alle so denken. Es gibt manchmal doch noch andere Wesen, die eben vielleicht ein klein bisschen der Empfindung haben, wie wir sie auch haben. Denn es muss ja einen Grund gegeben haben. Ich meine, vielleicht hat die alte Dame die Katze immer gerne gestreichelt und es war immer alles rund und die beiden haben vielleicht irgendeine Gemeinschaft gebildet. Aber auf jeden Fall hat die Katze an dem Tag irgendwas bemerkt. Es stimmt etwas nicht. Es ist etwas anders als sonst. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Ich denke mal, du hast ja vielleicht noch andere Anekdoten, aber das ist... Ich glaube, ich könnte da ganze Bücher mittlerweile drüber schreiben, was man für Erlebnisse hat von der Rockerbeerdigung, wo wir mit 500 Motorrädern von Hells Angels begleitet wurden, von der Trauerhalle zum Friedhof, über tausend Dinge. Also, wenn ich das so sagen darf, eins meiner imposantesten Erlebnisse habe ich erst dieses Jahr gehabt. Ich habe eine Trauerrede gehalten und der verstorbene Mann sollte dann in Thailand beigesetzt werden, in Phuket, als Seebestattung, weil die Frau dort halt auch aus Thailand kam und beim Kaffeetrinken die Familie dann sagt, das war so eine schöne Trauerfeier, da kommen noch 15, 20 aus Deutschland mit, wir möchten gerne, dass sie mitkommen. Ich sage, wie, ja, zur Seebestattung dann in Thailand, damit nicht nur der Mönch was spricht, sondern sie dort auch. Und ja, ich dann von der Familie eingeladen worden bin, nach Thailand zu fliegen, durfte meine Frau mitnehmen und wir dann dort auch noch, weil Hin- und Rückflug macht man nicht in 3 Tagen, weil es zu teuer ist, die Familie gesagt hat, sie müssen schon 10 Tage bleiben. Und ich eigentlich eine Trauerfeier erlebt habe auf See mit Geschäftsurlaub, wenn man das so will, was die Familie dann auch noch bezahlt hat, honoriert hat, weil es nicht um das Geld ging, sondern sie einfach gesagt haben, wir wollen, dass es schön ist. Mhm. Und bei der Seebestattung dann, der Mönch dort, also wir waren vorher im Tempel und sind dann auf das Schiff gegangen und bei der Seebestattung dann die Urne von der Frau, die Asche von Hand verstreut wurde. Hier in Deutschland wird die Aschenkapsel komplett dem Meer übergeben. Und
Es wurde gebetet, dann legte das Schiff ab, fuhr in die nächste Bucht und alle sprangen ins Wasser und haben Badeurlaub gemacht von den Angehörigen. Sehr skurril, wo ich gesagt habe, was denn jetzt los? Gerade da noch jemand beigesetzt und dann fahren wir in die nächste Bucht und dann springen alle ins Wasser und baden dort. Aber wenn man nach Indien geht, in die Seebestattung oder die Flussbestattung und dann baden sie auch alle dann dort drin. Andere Länder, andere Sitten. Also da erlebt man schon sehr, sehr viel. Oder was ich wirklich beeindruckend finde, was ich gerade ja schon mal sagte, bei den muslimischen Beerdigungen, dass dort die muslimische Gemeinde den Sarg oftmals auf den Schultern zum Grab trägt und dann dort nicht der Friedhofsbagger kommt und das Grab verschließt, sondern dass jeder Anwesende dort die Schippe in die Hand nimmt und das Grab von Hand verschließt. Das habe ich erst einmal erlebt auf einem Friedhof, wo die Familie hingegangen ist und gesagt hat, nein, das machen wir. Und die haben dann im Februar das Grab zugemacht und sich dann noch die Socken ausgezogen und dann noch das Grab zugestampft haben, damit die ganzen Hohlräume auch wirklich verfüllt waren im Februar. Also man erlebt schon sehr skurrile Sachen. Auch die im Nachgang dann aber schön sind. Zum Glück nichts, was nicht pietätisch ist. Und da würden wir auch beide, glaube ich, sagen, nein, den Weg gehen wir nicht mit. Aber alles, was im Rahmen der Pietät ist, ob da Luftballons steigen gelassen werden, ob eine Sängerin kommt, ob ich vier Geiger dort hatte oder ein Dudelsackspieler, alles Mögliche. Oder? Wir sind so langsam am Ende. Deswegen möchte ich von euch beiden gerne noch einen Satz haben, aber dann kommt noch eine Abschlussfrage, die ihr auch noch nicht kennt. Aber wir hören regelmäßig den Podcast. Genau, einen Satz, den ihr bitte vervollständigt, denn wir sind ja bei einem kirchlichen Podcast. Kirche ist für mich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie würdet ihr diesen Satz vervollständigen? Also ich finde immer noch ein fester Pfeiler der Gesellschaft, ein fester Pfeiler meines Lebens, ein fester Pfeiler meiner Familie und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Das wünsche ich mir. Kirche ist für mich Gemeinschaft, Gemeinschaft erleben, mit anderen gleichen Sachen zu erleben, sich auszutauschen. Ja, Kirche ist einfach nur schön. Kann ich gar nicht in einem Satz beschreiben. Ich fahre seit über 20 Jahren in der Familienfreizeit mit der Kirche nach Spickrock und dann nach Borkum. Einfach schön, Gemeinschaft zu erleben, nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Freizeit, also ein Leben gestalten um die Kirche herum. Und jetzt kommt der Abschluss. Den hat Nina immer. Genau, jetzt zeigt sich, wer regelmäßig unseren Podcast konsumiert. Oh, wir gehen schon mal, Andreas. So, unser Podcast heißt der Prost und Amen. Deswegen als Abschlussfrage immer, stellt euch vor, ihr kommt in die Kneipe, ihr trefft Jesus an der Theke. Was wären eure Gesprächsthemen? Wie war es wirklich? Als Frage auf jeden Fall. Nein, und natürlich vielleicht auch mal zu fragen, was hinter wirklich auch so passiert. Diese allgemeinen Fragen, die sich jeder vielleicht in seinem Leben stellt. Was wird einmal? Wo komme ich einmal hin? Wo bin ich einmal? Ist es wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Meine Frage wäre, wieso hast du nicht mehr bewegt? Er hat ja schon viel bewegt, aber wenn man die ganze Geschichte kennt, oder ich bin nicht so bibelfest, aber was steckt dahinter? Die ganzen Lehren, die Gedanken und wenn man sonntags in der Kirche ist und dann mal ein Bibelwort hört, mit jedem Bibelwort kann man ja irgendetwas anfangen und sagen, ja, man kann es auf das Leben bewenden oder anziehen. Das ist schon sehr interessant und wenn Jesus da am Tresen stehen würde, ich sage, hast du gut gemacht, aber jetzt, ich habe viele Fragen, aber da brauche ich viel, viel Zeit für dich. Ich glaube, das könnte ich gar nicht mit. Erstmal wäre ich zu nervös, wenn ich wüsste, der steht da. Okay, wir sind fast eine Stunde zusammen und haben uns ausgetauscht. War interessant zu hören, was ihr zu erzählen habt aus diesem Berufsfeld heraus und die Verbindung, die einfach immer da ist. Es steht nicht isoliert, sondern es steht wirklich immer in Bezug zu den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das macht auch die Zusammenarbeit letztendlich auch von der kirchlichen Seite aus, mit den Bestattern, mit euren beiden Unternehmen und den Mitarbeitern, die ihr habt, dann auch ja entsprechend angenehm, dass wir einfach wissen, wir versuchen gerade diese schwierige Situation für die Menschen auf der einen Seite so erträglich wie möglich und auch so gut begleitet wie möglich dann zu gestalten. Vielen Dank, Andreas, vielen Dank, Martin, dass ihr hier wart. Ein letztes Mal. Prost, Prost, Prost. Und Amen.
Und Amen. 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 Prost und Amen, der Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Böhnen.